Hallo liebe Gartenfreunde, wir sind wieder bei unserem Läuferstein-Projekt und haben jetzt eingemessen, wir tunken die Läufer in die Zementschlemme und setzen sie dann ins Bett. Das hat den Vorteil, dass sich der Zement und der Beton besser miteinander verzahnen und der Stein und es einfach eine längere und festere Bindung gibt. Wir setzen uns die Steine erstmal so ungefähr auf die Höhe der Schnur und dann klopfen wir die auf Höhe. Dafür nutzen wir die Schnur als Orientierung. Dabei sollte man immer ungefähr ein paar Millimeter Abstand von der Schnur haben, damit die Schnur auch frei schwingen kann und man sich ja keinen Bauch reinzieht. Ja, so geht das immer weiter. Die Kanten werden natürlich geschnitten dann später mit dem Nass- oder mit dem Trennjäger. Und dann haben wir einen schönen Verlauf. Lasst uns gerne ein Like oben. Bis dann mal wieder.